Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Anhörung der Kinderkommission des Deutschen Bundestags, die auch im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem wird ein Wortprotokoll erstellt, das veröffentlicht wird. Die Kinderkommission ist ein Unterausschuss im Deutschen Bundestag. Wir haben den Auftrag, uns mit den Belangen von Kindern und Jugendlichen zu befassen. Dazu führen wir Anhörungen jeweils zu einem bestimmten Themenkomplex mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten durch. Uns geht es dabei um grundsätzliche Themen und Fragen, die langfristig Bedeutung für die Wahrnehmung der Belange der Kinder haben. Wir beschäftigen uns als Kinderkommission unter meinem Vorsitz in diesen Wochen mit dem Thema Kinder und Umwelt. Und es soll unter anderem darum gehen, was Kinder und Jugendliche über den Klimawandel lernen, wie junge Menschen an Meinungsbildungsprozessen in diesem Zusammenhang beteiligt werden und welche Bedeutung eine intakte und gesunde Umwelt im Sinne der Kinderrechte hat. Am 22. April, also morgen, wird der sogenannte World Earth Day begangen. Das ist ein Aktionstag, der seit 1990 in vielen Ländern genutzt wird, um auf unseren Umgang mit der Umwelt und unseren Ressourcen hinzuweisen und das eigene Verhalten zu hinterfragen. Vor diesem Hintergrund geht es in unserer heutigen Anhörung um das Engagement von jungen Menschen für Klima und Umwelt. Dazu darf ich ganz herzlich als unsere jungen Expertinnen und Experten hier im Bundestag begrüßen Frau Anna Herberholz und Herrn Kawa Aybesch, die hier im Raum anwesend sind. Per Video zugeschaltet sind uns Frau Martha Gärtner und Frau Susanne Hassel vom UNICEF und ich hoffe, Sie können uns sehen und hören. Außerdem begrüße ich Frau Celina Menk hier im Saal, sowie per Video zugeschaltet Frau Jeanette Schneider. Beide sind von der Pfadfinderinnenschaft St. Georg aus Münster. Ich freue mich, dass Sie heute für uns zur Verfügung stehen. Wir haben maximal bis 16.30 Uhr Zeit für diese Anhörung und Sie haben zunächst Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement, ungefähr 10 Minuten lang. Und da immer zwei von Ihnen aus einer Perspektive sprechen, würde ich sagen, dass jedes Zweierteam eventuell etwas mehr als 10 Minuten bekommt, für Ihren Vortrag bekommt. Und ich würde Ihnen ein Signal geben mit dieser Glocke, wenn Sie zum Ende kommen müssen. Und wir beginnen, ich muss noch sagen, hier im Raum anwesend, präsent, Entschuldigung, Kolleginnen und Kollegen, ist mein Kollege Norbert Müller von den Linken, meine Kollegin Susanne Rüttrich von der SPD und zugeschaltet sind im Moment noch niemand. Ich habe aber gerade gesehen, dass eine meiner Kolleginnen, Frau Wissmann von der CDU, macht gerade Wahlurnendienst und Herr Huber von der AfD hatte sich bereits heute Vormittag entschuldigt, dass er im Plenarsaal gebraucht wird. So, dann finde ich, wir beginnen mit Frau Gärtner und Frau Hassel, die uns per Video zugeschaltet sind. Wer von Ihnen beiden möchte beginnen? Ja, ich werde beginnen. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete der Kinderkommission, herzlichen Dank für die Einladung sowie die Möglichkeit, heute hier zu sprechen. Ich möchte heute einige Beispiele beleuchten, welche Formen das Engagement junger Menschen annehmen kann. Außerdem werde ich auf unsere Motivation zu sprechen kommen und aufzeigen, was Kinder und Jugendliche brauchen, um sich engagieren zu können. Es wird also darum gehen, wie und warum wir uns engagieren wollen und unter welchen Bedingungen wir dies auch weiterhin und verstärkt tun können. Dazu werde ich am Ende an Susanne Hassel übergeben. Wir engagieren uns für unser aller Zukunft, sozusagen für eine bessere Welt. Genau das ist jedoch der Punkt. Unser Engagement darf nicht als die romantische Vorstellung von idealistischen Jugendlichen, die die Welt retten wollen, abgetan werden. Unser Engagement darf nicht belächelt werden. Es muss ernst genommen werden, denn es geht um ein ernstes Thema. Dass Kinder und Jugendliche sich mit so viel Nachdruck und Vehemenz für den Planeten einsetzen, ist nicht selbstverständlich. Denn auch wir könnten unseren eigenen Komfort vorziehen. Aber stattdessen schauen wir auf die Umwelt. Das erste Beispiel, was Ihnen allen bekannt ist, sind die Fridays for Future-Demonstrationen. Doch unser Engagement ist noch vielfältiger. Seit 2018 setze ich mich mit anderen Jugendlichen im UNICEF Junior Team Dresden für Kinderrechte ein. Unser Team ist eines von ca. 50 ehrenamtlichen Junior Teams in ganz Deutschland,
die Kinderrechtsthemen ins Zentrum ihrer Arbeit stellen. Doch Kinderrechte stehen nicht isoliert für sich allein, sondern haben Berührungspunkte mit vielen anderen Themengebieten, zum Beispiel mit dem Thema Klima und Umwelt. Denn die Auswirkungen des Klimawandels gefährden zentrale Rechte von Kindern, wie das Recht auf Leben oder das Recht auf angemessene Lebensumstände. Durch Folgen der Klimaveränderungen wie Dürrekatastrophen werden auch weitere Rechte wie das auf Gesundheit gefährdet. Diese Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und Kinderrechten erscheinen uns essentiell, sodass wir sie auch in die Klimadebatte mit einfließen lassen möchten. Daher habe ich mit zwei weiteren Engagierten aus unserem Team bei einer der ersten Fridays for Future-Demonstrationen in Dresden eine Rede gehalten. In dieser Rede haben wir betont, dass das Leben von Millionen Kindern durch die Auswirkungen des Klimawandels schon unmittelbar bedroht ist, selbst wenn wir diese hier in Deutschland erst indirekt spüren. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht handeln müssten. Im Gegenteil, es ist wichtig, dass auch wir hier aktiv werden, was den Klimaschutz betrifft, und dass wir laut sind. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für alle anderen Kinder dieser Welt, die ihre Stimme nicht selbst erheben können. Laut sein kann man allerdings nur gemeinsam. Deshalb vernetzen wir uns mit anderen Engagierten. Das Ziel unseres Engagements ist es, zu informieren und Aufklärung zu betreiben. Und zwar kreativ. Das kann folgendermaßen aussehen. Eine unserer Aktionen zum Thema Kinder und Klima fand im Dresdner Zoo zum Tag der Entdecker statt, bei dem die Zoobesucher und Besucherinnen die Möglichkeit hatten, sich an Aktionsständen über verschiedene Themen zu informieren. Unser Ansatz war dabei spielerisch in Form eines selbsterdachten Memories. Bei diesem mussten nicht zwei identische Bildchen einander zusortiert werden, sondern die Kinder mussten eine Abfolge von drei Bildern zuordnen. Dabei zeigte die erste Karte eine Umweltkatastrophe, die durch den Klimawandel verstärkt auftritt, zum Beispiel eine Überschwemmung. Die zweite Karte zeigte dann deren Konsequenzen, also zum Beispiel die schnellere Verbreitung von Krankheiten. Und auf der dritten Karte war das betroffene Kinderrecht, um beim Beispiel zu bleiben, das Recht auf Gesundheit abgebildet. Durch das Zuordnen der Karten haben die Kinder selbst diese Zusammenhänge hergestellt. Neben der Freude am gemeinsamen Nachdenken hatte unsere Aktion also auch ein Bildungsziel. Zurzeit, während der Corona-Pandemie, findet unser Engagement vor allem digital statt. Dafür sind wir auf Instagram aktiv, wo wir neben inhaltlichen Informationen auch Handlungsanreize unter dem Hashtag ActOnClimate posten. Damit liefern wir Beispiele, was jede und jeder von uns selbst zum Umweltschutz beitragen kann. Kinder- und Jugendengagement steckt also voll kreativer Ideen, die umgesetzt werden wollen. Denn viele junge Menschen sind sich sehr stark bewusst, welche Auswirkungen ihr Konsum und ihre Handlungen auf Klima und Umwelt haben. Das impliziert ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, sowohl auf der Ebene des persönlichen Konsums als auch in Bezug auf gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Handlungsfelder. Deshalb engagieren wir uns mit konkreten Zielen und Forderungen. Und das muss anerkannt werden. Damit wir uns ernst genommen fühlen, muss uns in erster Linie zugehört werden. Und zwar zugehört werden in dem Sinne, als dass unsere Ansichten, Sorgen, aber auch Lösungsvorschläge in politische Diskussionen aufgenommen werden. Dass unsere Forderungen nicht nur gehört, sondern bei Entscheidungen angemessen berücksichtigt werden. Das ist es, was wir sehen wollen. Damit unser Engagement auf diese Weise wirksam werden kann, müssen zudem einige Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das fängt damit an, dass die Einrichtungen, bei denen sich Kinder und Jugendliche engagieren können, bekannt gemacht und unterstützt werden. Zu dieser Unterstützung zählt beispielsweise auch ganz praktisch, dass es Räume und Orte gibt, an denen unser Engagement stattfinden kann. Ein weiterer Punkt ist die Beteiligung an Entscheidungen. Kinder und Jugendliche
haben das Recht, an Entscheidungen, die sie selbst betreffen, teilzuhaben. Der Klimawandel als Thema betrifft uns direkt, also müssen hier Partizipationsmöglichkeiten geschaffen und gestärkt werden. Darüber hinaus verstehe ich darunter, dass wir öffentlich zu Wort kommen. Gerade hier kann uns die Politik weiterhelfen. Sie, verehrte Damen und Herren, können uns eine Bühne bieten, auf der wir sprechen können. Eine große Bühne. Sie können uns auch in Zukunft Gehör verschaffen. Denn Sie kennen nun zahlreiche Beispiele, wie wir uns engagieren. Verbreiten Sie diese und machen Sie auf unser Anliegen aufmerksam. Auf diese Weise können Sie Kinder- und Jugendengagement wertschätzen und würdigen. Denn mit all diesen Forderungen stehe ich keineswegs allein da. Sie werden von Jugendlichen auf der ganzen Welt geteilt. Um diesen Blickwinkel zu ergänzen, übergebe ich jetzt an Susanne Hassel. Vielen Dank, liebe Martha. Vielen Dank, liebe Martha, und auch von mir vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Frau Schneiderin-Tartnagel und sehr geehrte Abgeordnete der Kinderkommission. Meine Vorrednerin Martha Gärtner hat es bereits eindrücklich geschildert, und heute werden wir sicherlich noch weitere Redebeiträge genau darüber hören. Das Engagement von Kindern und Jugendlichen ist ein essentieller Bestandteil einer zukunftsorientierten Klima- und Umweltpolitik. Und wie Martha gerade sagte, es ist Zeit zu handeln und zahlreiche Kinder und Jugendliche tun dies bereits. Dieses Engagement aktiv einzubeziehen ist also eine enorme Chance, ist aber auch eine Verantwortung aller Akteure. Und da beziehe ich uns als UNICEF, als Organisation ein und natürlich auch Sie als politische Entscheidungsträgerin. Und wir müssen das ganz aktiv fördern. Deshalb danke ich Ihnen sehr für die Gelegenheit, an dieser Stelle auch noch kurz aus meiner Perspektive, aus der UNICEF-Perspektive, Marthas Beitrag zu ergänzen, auch wenn ich selbst nicht mehr ganz so jung bin. Wir denken nur, wenn wir dieser Verantwortung wirklich nachkommen und eben auch die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen aktiv fördern, zuhören und auf dieser Basis Handlungsoptionen gemeinsam gestalten, kann nachhaltige Veränderung wirklich gelingen. Wir setzen uns daher mit zahlreichen Partnern, sowohl in Deutschland als auch weltweit, dafür ein, dass genau diese Räume für das Engagement von Kindern und Jugendlichen geschaffen werden und wir Maßnahmen gemeinsam gestalten. In diesem Kontext möchte ich an dieser Stelle aber nur ganz kurz auf einen Punkt eingehen, den Martha gerade zuletzt betont hat und wofür wir auch sicherlich heute noch mehr spannende Beispiele hören werden. Denn das mit dem Engagement gegen Klimawandel und eine saubere Umwelt sind junge Menschen in Deutschland nicht allein. Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist die Declaration on Children and Youth in Climate Action, die Sie bereits in Ihrer letzten Sitzung kurz angesprochen haben und die wir aus der Perspektive des heutigen Themas, das Engagement von Kindern und Jugendlichen selbst, gerne noch mal ganz kurz aufgreifen möchten. Denn diese Erklärung zeigt vor allem sehr gut, dass die genannten Anliegen und auch die Forderungen, wie wir sie gerade gehört haben, nach einem ganz konkreten Handlungsrahmen von jungen Menschen weltweit geteilt wird und auch aktiv vorangetrieben wird. Die genannte Erklärung wurde bereits im Dezember 2019 während der 25. Klimakonferenz verabschiedet, der COP25 in Madrid damals, unterstützt durch die spanische Regierung und von jungen Aktivistinnen selbst. Und das ist auch das Besondere, dass diese Erklärung im Vergleich zu anderen Abkommen wirklich auf den Forderungen, den Inputs und den Prioritäten von Kindern und Jugendlichen selbst basiert und somit genau die Frage beantwortet, wie ein globaler Rahmen geschaffen werden kann, um Engagement und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen festzuschreiben und auf dieser Basis wirklich gemeinsam Veränderungen zu bewirken. Zur Erklärung selbst teilen wir gerne auch noch weitere Details, aber nur um ein paar Elemente ganz kurz zu nennen. Es sind insgesamt 7 Kernforderungen und hierin findet sich zum Beispiel auch die Forderung nach der globalen Anerkennung und Umsetzung des Rechts von Kindern auf eine gesunde Umwelt, wie Sie das ja auch schon besprochen hatten in der Kommission. Das würde Beteiligungsrechte aktiv fördern und in einem nächsten Schritt natürlich dann national stärken. Zudem fordern Kinder und Jugendliche mit dieser Erklärung selbst, dass globale Abkommen wie das UN-Rahmenabkommen über Klimaveränderungen, das Paris-Abkommen mit einem ganz spezifischen Fokus auf Kinder und Jugendliche umgesetzt werden und hierbei eben nicht nur die Schutzbedürftigkeit von Kindern in den Vordergrund stellen,
sondern auch ihre Rolle und das Engagement selbst als ganz aktive Akteure und Umsetzer dieser Abkommen in den Ländern gestärkt werden. Ein weiterer sehr spannender Aspekt der Erklärung und der auch die Frage beantwortet, wie Engagement aktiv gefördert werden sollte und kann, sind ganz konkrete Maßnahmen der Information und Wissensvermittlung, also die Stärkung von Fähigkeiten, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten beispielsweise schon in der Schule für aktive Beteiligung zu geben. Und natürlich beinhaltet die Erklärung auch die Forderung nach der Schaffung von konkreten Beteiligungsmöglichkeiten, lokal, national und auch in globalen Prozessen der Klima- und Umweltpolitik. Damit ersetzt diese Erklärung natürlich nicht konkrete Maßnahmen und einen wirkungsvollen nationalen politischen Rahmen für Engagement. Aber sie ist definitiv eine wichtige Absichtserklärung und somit ein zentraler erster Schritt, den jungen Menschen selbst einfordern und den wir deshalb als UNICEF auch gemeinsam mit Jugendlichen weltweit, zahlreichen Partnerorganisationen und auch Regierungen, die die Erklärung schon unterzeichnet haben, aktiv fördern. Und wir hoffen natürlich auch, dass spätestens bis zur diesjährigen Klimakonferenz auch Deutschland zu den Unterstützern gehört, diesen wichtigen Schritt geht, um die Stimmen von jungen Menschen wirklich zu hören und Engagement auch aktiv zu fördern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Hassel. Wir geben jetzt das Wort an die Pfadfinderinnen. Und ich würde es Ihnen überlassen, Frau Menk ist hier im Saal und Frau Schneider ist uns per Video zugeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie abgesprochen haben, wer von Ihnen beiden beginnen möchte. Ja, ich nehme die ja auf. Ja. Genau, ich hoffe, Sie hören mich schon und sehen mich vielleicht auch. Dann würde ich beginnen. Auch wir möchten uns selbstverständlich als allererstes bei Ihnen sehr herzlich bedanken für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir heute hier unseren Verband vorstellen dürfen und unsere neuesten Projekte zum Thema Ökofaire Nachhaltigkeit. Ich bin Jeanette Schneider. Ich war bis zum letzten Sommer Diözesanvorsitzende der PSG. 8 Jahre lang habe ich dieses Amt ehrenamtlich ausgeführt und bin seitdem Mitglied des neu gegründeten Referats Nachhaltigkeit. Bei Ihnen vor Ort sitzt Selina Menk, der ich jetzt als nächstes das Wort überreiche. Ja, Sie müssen das Mikro anschalten. Okay, das heißt, ich muss die ganze Zeit das gedrückt halten. Ah, okay, das ist super. Genau, hallo, ich bin Selina Menk. Genau, ich habe den Job von Frau Schneider übernommen, bin jetzt auch ehrenamtliche Diözesanvorsitzende bei der PSG Münster und bedanke mich auch total herzlich, eingeladen worden zu sein. Genau, wir dachten als erstes, stellen wir euch einmal kurz überhaupt vor, was wir so tun und machen. Dafür habe ich eine kleine Präsentation mitgebracht. Wenn das jetzt funktioniert. So. Geht das so? Ah, warten Sie. Aber jetzt sehen Sie ja die ganzen anderen Folien. Okay, wo? Genau. Nee. Da. Aber jetzt sehen Sie es ja trotzdem so. Oh, es tut mir gerade unfassbar leid. Ja, es ist überhaupt kein Problem. So. So. Wenn ich jetzt auf Präsentieren gehe, dann passiert nichts. Hier ist es richtig, da ist es komischerweise nicht. Also genau. Warte mal, mal die Freigabe beenden. Warte mal kurz. Genau, Freigabe beenden. Genau, nehmen wir nochmal. Vielleicht muss ich auch den Desktop freigeben. Nee, ist nur der Desktop, ist dann würde ich sagen, Ihre Oberfläche. Ja. Okay. Am besten nochmal so wie eben freigeben. Aber Frau Menk, das würde ja auch so gehen. Also wir können das ja auch so gut sehen. Weil es steht nicht weiter, leider. Man sieht immer nur die eine Folie. Das ist das Problem. So, ja. Und wenn ich jetzt
nicht. Ah, okay, schade. Naja, egal. Ich kann euch das natürlich auch so erzählen. Ach, kann ich. Also hier ist die Visualisation auf Folge, aber da die Kommunikation zwischen diesen beiden. Okay, nee, dann mache ich es einfach so. Frau Schneider, ist das okay für dich? Ja, selbstverständlich. Okay, wunderbar. Genau, dann fange ich einfach mal an. Genau, wir sind die Pfadfinderinnenschaft St. Georg, wir sind Pfadfinderinnen, wir sind Mädchen und Frauen und wir sind katholisch. Wir bestehen seit, also unsere Gründung war 1949, das ist vor 74, ach nee, die PSG Münster wurde vor ungefähr 72 Jahren gegründet. Wir hatten vor 2 Jahren ein sehr großes Jubiläum. Wir sind bundesweit der einzige eigenständige Mädchen- und Frauenverband und haben so rund 9.000 bis 10.000 Mitglieder in 14 Diözesanverbänden. Genau, Münster ist einer davon. Und ja, genau, wir sind auch Teil des BDKJ, also Bund Deutscher Katholischer Jugend. Genau, unsere Grundsätze sind vor allem die Kindermitbestimmung, Wertevermittlung, das Christlichsein, die Vielfalt, die Natur, Frieden und Gerechtigkeit, das Internationale und wie man sieht ja auch das Politische. Genau, jetzt hätte ich ein schönes Foto von unserer Diözesanleitung gehabt, aber das ist nicht schlimm. Wir haben auch einige Verbandshäuser, also Verbandshäuser. Die PSG Münster hat ein Verbandshaus, das heißt die Baustelle in Dülm. Und das hat auch sehr viel mit unserem ökologischen Startpunkt zu tun. Genau, dann würde ich weiter an Frau Schneider geben. Die erzählt uns mehr über unser ökofaires Projekt im Jugendverband. Ja, jetzt habe ich gerade versucht, das hier einmal freizugeben. Allerdings funktioniert das jetzt gerade auch nicht so schnell ad hoc. Deswegen mache ich einfach so weiter und jetzt dürften Sie mich, glaube ich, gleich wieder sehen. Nett. Okay. Heute steht die Technik nicht auf unserer Seite, aber ich denke, das ist kein Problem. Wir wurden zum ersten ökofairen Jugendverband zertifiziert und ich möchte Ihnen einmal vorstellen, wie dieses Projekt denn überhaupt zustande kam. Und zwar ist es so, dass wir es die PfadfinderInnenbewegung schon seit über 100 Jahren gibt und in dem Sinne ist es unserem Verband in die Wiege gelegt worden, dass wir uns selbstverständlich sehr viel in der Natur aufhalten, dass wir uns immer um den Naturschutz bemühen und das ein grundlegendes Thema in unserem Verband ist. Dennoch ist es so, dass wir uns immer wieder das Thema auch zum Schwerpunktthema machen. Kindermitbestimmung zählt in unserem Verband sehr, sehr viel, weshalb wir auch immer wieder unsere Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen befragen, mit welchem Thema sie sich in den nächsten Jahren gezielt beschäftigen möchten. So war es, dass 2016 Mitglieder entschieden haben, sie möchten sich näher und gezielter mit dem Thema Natur beschäftigen und daraufhin entstand ein Jahr später das Thema PSG natürlich und wir haben eine Briefaktion ins Leben geführt, die auch ungefähr ein Jahr lang lief, die verschiedene Oberthemen hatte, mit denen sich die Kinder beschäftigen konnten. Nämlich die Themen Outdoor-Küche, Lernwerkstatt und Kreativwerkstatt. Zu diesen Oberbegriffen gab es jeweils Aktionsideen und die Kinder konnten dann in ihren Gruppenstunden vor Ort diese Aktionen ausführen, konnten sie dokumentieren und die Dokumentationen zukommen lassen. Und wiederum ein Jahr später gab es dann eine große Feier und es gab auch Preise zu gewinnen. Und 2018 kam es dann dazu, dass wir jetzt lieber auch noch weiter in die Öffentlichkeit gehen wollten, dass wir schauen wollten, wie können wir denn unsere Belange gut in die Politik tragen, wie können wir da vielleicht noch kleine Steine ins Rollen bringen und uns gut positionieren. Wir haben dann von dem Projekt Zukunft einkaufen, nachhaltig wirtschaften im Bistum Münster gehört und haben festgestellt, dass bislang nur Pfarrgemeinden an diesem Projekt teilnehmen. Und somit kam uns die Idee, das wäre doch ein Projekt, wo wir nochmal sehr öffentlichkeitswirksam teilnehmen können
wo wir Unterstützung bekommen von Fachleuten, wo wir ein bisschen Struktur erfahren, wie können wir denn da gezielter nochmal vorangehen. Und wir dachten, dieses Projekt wird uns sicher nochmal ein Stückchen weiterbringen. Haben dann zu unserem Glück auch die Genehmigung des Bistums bekommen, an diesem Projekt teilzunehmen und sind somit 2018 damit durchgestartet. Wir haben im Zuge dessen gemeinsam mit unserer Jugendbildungsstätte ein Positionspapier erarbeitet und veröffentlicht. Wir haben Selbstverpflichtungserklärungen verfasst. Wir haben insgesamt 16 Kriterien aufgestellt, also gemeinsam für Verband und Haus entschieden. Wie möchten wir gemeinsam sowohl auf Diözesanebene als auch in unserer Jugendbildungsstätte ökofair nachhaltig handeln und tätig werden? Worauf möchten wir uns festlegen? Wir haben eine Fotoaktion gestartet, wir haben politische Statements verfasst, wir haben eine Befragung mit den Kindern durchgeführt und sie gefragt, was wünscht ihr euch denn eigentlich von der Politik? Was wäre, wenn ihr jetzt die Entscheidungsträgerinnen wärt? Wofür möchtet ihr euch einsetzen? Was möchtet ihr verändern? Wir haben verschiedenste Pflanzaktionen durchgeführt, eine konsumkritische Stadtführung erlebt und an verschiedensten Fortbildungen teilgenommen, und um uns da einfach auch nochmal besser aufzustellen, nochmal viel mehr Input zu bekommen und Wissen, auf das wir dann weiter aufbauen konnten. 2019, wie Selina das gerade schon nannte, haben wir unser 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Es war ein sehr großes Zeltlager und dieses Zeltlager war wirklich vollkommen ganzheitlich, nachhaltig aufgestellt. Eigentlich würde an dieser Stelle in der PowerPoint ein Logo aus unseren sanitären Anlagen zu sehen sein, denn selbst unser Klowagen war ökofair geprüft und es war ziemlich lustig, dass wirklich alles bis ins letzte Detail ökofair, nachhaltig durchgeführt wurde. Wir sind da auch heute noch stolz drauf, dass es gut funktioniert hat und sehen das eigentlich als Startschuss dahingehend, das auch in den nächsten Jahren so weiterzuführen. Auf diesem Jubiläum wurden wir dann schlussendlich auch zum ersten ökofairen Jugendverband im Bistum Münster zertifiziert. Zur Zertifizierung kamen der Weihbischof Zekorn und Herr Kamp-Deister, Projektleiter im Bistum Münster. Und wir durften dann feierlich die Zertifizierung entgegennehmen, gemeinsam mit unserer Jugendbildungsstätte, und freuen uns seitdem anerkannt zu sein in diesem Bereich. 2020 haben wir dann auf unserer Diözesanversammlung das Referat Nachhaltigkeit gegründet und an der Zertifizierung zu Level 2 des Projektes gearbeitet, wofür wir ein umfangreiches Umweltmanagementsystem erarbeitet haben. Nun hoffen wir auf ein erfolgreiches Audit bereits nächste Woche. Wir sind schon ein wenig aufgeregt, obwohl unser erarbeitetes Umweltmanagementsystem, was auf wirklich vielen Seiten besteht und was uns sehr viel Zeit und Kraft und Nerven gekostet hat, denn wir stellen natürlich immer wieder fest, ökofair zu sein, ist manchmal auch hart. Das haben wir auch festgestellt, als wir dieses Umweltmanagementsystem aufgestellt haben, und wir freuen uns wirklich, dass nächste Woche soweit ist und das Audit vor der Tür steht, und hoffen, dass unser Umweltmanagementsystem dann abgesegnet wird. Des Weiteren haben wir trotz der Einschränkungen durch Corona einen reichhaltigen Naschgarten an unserer Jugendbildungsstätte angelegt. Einige Kinder und Jugendliche durften uns dabei begleiten, durften ihre Ideen mit einbringen, haben tatkräftig mit angepackt, tiefe Löcher gegraben, damit wir Rhizomsperren einbauen können, und waren da wirklich sehr tatkräftig dabei. Leider durch Corona konnte bislang noch nicht viel stattfinden, und wir hoffen, dass unsere Jugendbildungsstätte bald wieder Gäste empfangen kann, die dann von dem Naschgarten auch profitieren. Als weiteres Projekt steht nun ökofaire Stämme an. Und das bedeutet, wir schauen, wie können wir die Kinder in unseren Stämmen noch weiter in den Bereichen stärken und unterstützen, und wie können wir unsere Stämme ökofair zertifizieren. So viel zu unseren Projekten in den letzten Jahren. Und ich gebe das Wort wieder an Selina.
Genau, ich sehe gerade, dass wir ein bisschen in der Zeitverzögerung sind. Oh Gott, jetzt höre ich mich selbst. Aber es ist okay. Eigentlich kommen jetzt nur noch unsere Forderungen und so. Genau, ich fange einfach mal an. Wir fordern für unsere Kinder und Jugendlichen die Anpassung des Lehrplans hin zu erlebbarer Naturpädagogik. Denn nur wer die Natur kennt, weiß sie zu lieben und zu schützen. Eine Frage an die Bundestagsabgeordneten wäre dann, inwieweit beschäftigen Sie sich oder beschäftigen sich die Kulturminister momentan mit der praxisnahen Umgestaltung des Lehrplans hin zu erlebbarer Pädagogik und Ähnlichem? Dann gebe ich einmal noch zurück an Frau Schneider. Durch ein Masse-vor-Klasse-Prinzip wird die Produktion von Lebensmitteln sowohl preislich als auch menschlich nicht genug wertgeschätzt. Durch die andauernde Überproduktion werden gar ein Drittel der deutschen Lebensmittel weggeworfen, noch bevor sie überhaupt im Handel landen. In Gesprächen mit unseren Mitgliedern und auch anderen Verbänden des BDKJ, wie beispielsweise in der KLJB, erfahren wir immer wieder hautnah von den großen Sorgen der Landwirtschaftsbetriebe. Wie kann also ökofaire Nachhaltigkeit, die unfassbar wichtig ist, und Wirtschaftswachstum in Einklang gebracht werden? Was wird gerade unternommen, um die Betroffenen zu unterstützen und den Teufelskreis zu unterbrechen? Ökofair sein sehen wir nicht als Entscheidung, sondern als Pflicht. Frau Schneider, es tut mir schrecklich leid, aber ich muss jetzt mal die Glocke klingeln. Das heißt jetzt nicht, dass Sie nichts mehr sagen dürfen, aber Sie müssten dann demnächst zum Schluss kommen. Sie haben ja auch dann in der Fragerunde noch Zeit, Informationen an uns weiterzugeben. Genau, also ich mache es ganz kurz. Ökofair sein sehen wir nicht als Entscheidung, sondern als Pflicht, nicht als Geld- oder Bildungsfrage, sondern als Selbstverständlichkeit. Wir fordern die Subvention vom umweltfreundlichen Allgemeinwohl und dass die Erde endlich vor den Profit gestellt wird. Die Zukunft liegt in den Händen der Kinder. Wir fordern Mitspracherecht und Kindermitbestimmung in allen Zukunftsfragen und wollten nur fragen, wie die bei Ihnen aussieht. Wir wollen die Welt besser machen. Wir wollen die Welt besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Das sagte auch schon unser Gründer Baden-Powell. Wir wollen eigentlich nicht mehr und nicht weniger. Doch wenn die Welt, die unseren Kindern und Kindeskindern vorfinden werden, schon am Ende ist, ist es an uns, nicht heute, nicht morgen, sondern gestern zu handeln. Und wir stehen allzeit bereit. Tut ihr das auch? Genau, das war's dann auch. Vielen herzlichen Dank an Sie beide. Und ich gebe das Wort jetzt an Frau Herberholz und Herrn Albesch. Sie haben sehr wahrscheinlich schon untereinander ausgemacht, wer von Ihnen beiden beginnt. Liebe Vorsitzende, liebe Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Wir sind Vertreter der Bund Jugend und die Bund Jugend ist ein unabhängiger Jugendverband des BUND. Wir engagieren uns für den Umweltschutz und der globalen Gerechtigkeit, denn es geht um unsere Zukunft und die nehmen wir uns selbst in die Hand. Ich heiße Anna Herberholz und ich bin 16 Jahre alt. Seit über einem Jahr bin ich aktiv in der Bund Jugend. Die Bund Jugend habe ich durch das Perspective Training kennengelernt. Das Perspective Training behandelt Themen wie Klimagerechtigkeit und Diskriminierung. Das Projekt ist ein Training in politischer Bildung mit einem abschließenden Workshop-Festival. Und danach habe ich mich spontan in den Vorstand in NRW beworben. Und seit einem halben Jahr bin ich jetzt im Vorstand und engagiere mich noch in anderen Projekten. Ja, liebe Vorsitzende, liebe Abgeordnete, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Kawa Aibisch, ich bin 23 Jahre alt und engagiere mich bei der Bundjugend im Bundesvorstand. Die Bundjugend habe ich 2017 kennengelernt durch die Multischulung Flucht. Dort wurden junge Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte als MultiplikatorInnen ausgebildet, um dann später freie Workshops und Projekttage in Schulen zu den Themen Migration, Flucht, Umwelt und Antirassismus durchzuführen. Wir möchten in unserem Statement auf Themen eingehen, die jungen Menschen und besonders Kindern in Deutschland und auch in der Welt heute und in Zukunft betreffen. Während wir heute mitten in der gefährlichen Covid-19-Pandemie leben und unser Gesundheitssystem wegen unter anderem Personalmangel belastet ist und während die Klimakrise immer stärker voranschreitet und ihre Auswirkungen auf die Natur und Menschen
zeigen und sich verschärfen, startet das Bundesverteidigungsministerium den sogenannten Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz und droht durch die große Kampagnen, Werbekampagnen und deutlich hohen Vergütungen ein Konkurrenzverhältnis zu den bestehenden zivilen Freiwilligendiensten, wie das Freiwillige Ökologische Jahr oder das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst. Dies sehen wir als Bundjugend kritisch und fordern bessere Bedingungen und Vergütungen für die zivilen Freiwilligendienste. Gerade in der Krisenzeit sollten die Solidarität, der Respekt und das Umweltbewusstsein in der Zivilgesellschaft gestärkt werden. Denn nicht die Militarisierung der Jugend und die unfairen Konkurrenzverhältnisse uns den sozialen Frieden sichern werden, sondern eine kritische und solidarische, starke Zivilgesellschaft. Eine weitere Forderung von uns ist die Senkung des Wahlalters. Wir Jugendlichen sind direkt betroffen von der Klimakrise und fühlen uns bedroht. Anlässlich des Klimagipfels der Vereinten Nationen im September 2019 waren 1,4 Millionen Menschen in Deutschland demonstrieren, weil wir das Gefühl haben, die Politik sorgt sich nicht über die Klimakrise und ignoriert sie komplett. Meine Generation wird mit den Konsequenzen in der Zukunft kämpfen, wenn wir jetzt keine Vorkehrungen treffen. Deswegen wollen wir unser demokratisches Recht wahrnehmen und die Politik, Zukunft und Gesellschaft mitzugestalten. Wir als Jugend fühlen uns frustriert und hilflos, weil unsere Stimmen nicht gehört werden. Durch die Senkung des Wahlalters bekommen wir das Gefühl, dass unsere Rechte und Bedürfnisse gesehen und berücksichtigt werden. Also fordern wir, dass junge Menschen das Recht auf die politische und soziale Teilhabe in der demokratischen, offenen Gesellschaft haben. Das Wahlalter sollte noch vor der Bundestagswahl auf 16 Jahren gesenkt werden und perspektivisch auf 14 Jahren. Die Bundjugend sieht keinen Grund, länger zu warten. Ferner fordern wir die Verpflichtung der deutschen Unternehmen, die Menschenrechtsbedingungen im globalen Süden einzuhalten. Auf der Erde leben wir in einer globalisierten und vernetzten Welt. Wir wissen, dass durch unseren Konsum und unsere Lebensweise im globalen Norden Menschen und vor allem Kinder systematisch durch die wirtschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse zum Arbeiten gezwungen werden und ihre Menschen- und Kinderrechte nicht wahrnehmen können. Natürlich insbesondere im globalen Süden. Also unser Konsum im globalen Norden hat diesen Einfluss auf die Kinder dort und auf die Menschen. Deutschland, aufgrund seiner historischen Verantwortung und die EU als eine Wertegemeinschaft der Menschenrechte, sollten die Unternehmen verpflichten, sich an diesen Rechten einzuhalten und durch ein starkes Lieferkettengesetz die Instrumente der Rechtsstaatlichkeit sicherstellen. Dazu fordern wir ein, dass soziale Aspekte bei der Erstellung von Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Der Klimaschutz muss auch die soziale Gerechtigkeit umfassen, weil Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, leiden eher unter den Folgen des Klimawandels. Ich bin Aktivistin und setze mich für den Umweltschutz ein. Aber es ist schwerer, Plastik zu vermeiden und meistens auch viel teurer. Meine Familie kann sich auch nicht immer Bioprodukte leisten und wahrscheinlich bin ich mit diesem Problem nicht allein. Statt dem Individuum die Verantwortung allein tragen zu lassen, sollten Unternehmen die Verantwortung tragen und Plastik reduzieren. Deshalb muss die Politik die Rahmenbedingungen setzen. Der Klimaschutz darf die soziale Ungleichheit nicht verschärfen, sondern sie lockern. Wir sind besorgt, weil die Politik bis jetzt nicht zulässt, dass wir mit dem Recht der politischen und sozialen Teilhabe unsere Gesellschaft verändern wollen, um Klimagerechtigkeit zu schaffen. Zum Beispiel hat die CO2-Steuer erhebliche ökonomische Auswirkungen auf Deutschland. Dies würde die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößern. Leider würden dann dadurch manche Familien finanzielle Probleme bekommen und am Ende leiden die Kinder am meisten. Die Politik würde den betroffenen Kindern viele Möglichkeiten nehmen. Deswegen fordern wir die Politik dazu auf, die intersektionelle Perspektive hervorzuheben und zu berücksichtigen. Weil ohne die intersektionale Perspektive gibt es keine Klimagerechtigkeit. Außerdem fordern wir, dass Reichtum in Deutschland endlich fair umverteilt wird. Die 45 reichsten Haushalte besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung Deutschland. Niemand arbeitet sich hart seine Milliarden. Reichtum wird sich angeeignet, er entsteht erst durch die Arbeit anderer, durch Erbe oder durch Spekulation. Um die Folgen der Krise zu meistern, muss der Gesellschaft das zurückgegeben werden, was ihr ohnehin zusteht. All jene zur Kasse zu bitten,
die wirklich wichtige Arbeit machen und die Gesellschaft durch die Krise tragen, ist keine Option. Abschließend fordern wir die Anerkennung der Klimaflucht als Asylgrund in Deutschland und in der EU. Bereits heute müssen laut einer Studie von Oxfam im Schnitt 20 Millionen Menschen im globalen Süden ihren Wohnort verlassen, aufgrund von klimabedingten Katastrophen. Durch die Folgen der Klimakrise könnten laut der Weltbank bis 2050 bis zu 143 Millionen Menschen auf der Flucht sein. Wir finden, dass die Jugend heute, wir als junge Menschen und auch Kinder und als Bundjugend, die wir sie auch repräsentieren so ein bisschen, in dieser Hinsicht, dass die Demokratie in Zukunft in Gefahr sein kann, wenn wir diese Klimakrise und deren Folgen und auch das Asylgesetz, wenn das weiterhin so bleibt und wenn die Menschen perspektivisch kein Recht haben und auch die Klimakrise nicht politisch anerkannt wird und als Asylgrund in das Gesetz aufgenommen wird, wird die Demokratie dann massiv gefährdet in Zukunft, wenn so viele Millionen auf der Flucht sein werden. Denn wir werden vor der Frage stehen, wollen wir diese Menschen bei uns aufnehmen und wollen wir ihnen eine Perspektive geben und unsere Verantwortung als Deutschland und EU, als europäische Länder für die Kolonialgeschichte, für die Folgen des profitorientierten wirtschaftlichen Handelns übernehmen und auch die Menschenrechte dann hervorheben. Wollen wir das machen oder wollen wir auf der anderen Seite Menschen uns abschotten, wollen wir Menschen rauslassen, wollen wir die EU-Außengrenze weiter dicht machen und gegebenenfalls, wie einige Menschen im Bundestag oder eine Partei fordert, gegebenenfalls in Betracht gezogen hat, auch auf Menschen zu schießen. Und dies finden wir als junge Menschen einen massiven Angriff auf die Menschenrechte und in die Grundrechte und auf die Werte, auf die die EU aufgebaut ist, und sollten jetzt schon darüber nachdenken, wie wir mit so einer Situation umgehen sollen. Denn das alles für die Zukunft zu überlassen und jetzt keine Pläne zu machen, wird für uns eine sehr große Herausforderung sein in Zukunft. Und deshalb betonen wir nochmal die Anerkennung der Klimaflucht als Asylgrund in Deutschland und der EU. Vielen Dank. So, ganz herzlichen Dank an alle, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben und uns vorgetragen haben. Das ist ja jetzt ein sehr, sehr breiter Strauß und ein sehr breiter Rundumschlag, den Sie uns hier geliefert haben. Und ich schaue mal, ob es... Frau Rüttrich hat die erste Frage an Sie. Ja, vielen Dank. Sie sind wieder wunderbare Beispiele, dass Demokratie und Engagement auch gerade in Jugendverbänden gelebt und gelernt wird. Als jemand, die selber in einem Jugendverband groß geworden ist, geht mir da das Herz auf. Und ich freue mich, dass meine Kinder jetzt auch in den Jugendverband hoffentlich bald wieder ins Ferienlager fahren können, weil ich das einfach immer so großartig finde, was da an Engagement und an... Wie bitte? weil ich das immer so großartig finde, sozusagen wie viel Engagement und Herzblut da gelebt wird. Und das habe ich Ihnen sehr angemerkt und deswegen vielen Dank dafür. Viele der Forderungen, die Sie aufgemacht haben, teilen mindestens mal wir hier von wahrscheinlich. Gerade bei der Frage des Wahlalters haben wir hier schon viele auch kontroverse Debatten geführt. Und nicht zwischen denen, die jetzt gerade hier wahrscheinlich sitzen, aber ich würde sogar noch eins draufsetzen. Wir hatten auch mal eine Anhörung hier in der Kinderkommission, wo die Frage gestellt wurde, dass ja eigentlich jedes Wahlalter willkürlich ist und warum man es nicht einfach an dem Willen derjenigen festmacht, die gerne wählen möchten und dafür Möglichkeiten schafft. Dafür habe ich immer noch große Sympathien, aber
wir würden mit einer Senkung wahrscheinlich zumindest in die richtige Richtung schon mal gehen. Aber das wollte ich vielleicht nur kurz einleitend sagen. Mit besten Grüßen nach Hause, nach Dresden, zu Frau Gärtner, hätte ich da eine Frage hin. Wir haben ja auch schon mit der UNICEF-Gruppe da viel Kontakt gehabt. Sie und auch Frau Hassel haben beschrieben, dass Sie gehört werden möchten, Ihre Stimme gehört werden soll und Sie Räume dafür haben möchten. Wir sind uns ja sicher einig, dass das jetzt ja noch kein Selbstzweck ist, sondern dass daraus dann auch Wirksamkeit sich entfalten soll. Und da würde ich jetzt noch mal so ein bisschen genauer fragen, in dem Engagement, was Sie einbringen, auch vor Ort in den Kommunen oder in der Schule, in den Einrichtungen, wo Sie unterwegs sind, woran würden Sie denn festmachen, dass Ihr Engagement auch gewirkt hat? Und mit welchem Gehörtsein würden Sie denn sagen, sind Sie dann auch zufrieden oder haben den Eindruck, dass das Engagement auch tatsächlich zu einer Veränderung geführt hat? Weil sonst ist es ja, um es mal ein bisschen drastisch zu sagen, kann das ja auch zu einer Frustration und so ein bisschen teilnehmenden Veralberung führen, wenn man zwar einen Raum zur Verfügung gestellt hat, wo man was sagen darf, aber das dann sozusagen eher eine Beschäftigung ist und nichts daraus folgt. So, deswegen würde ich gerade, weil Sie auch die kommunalen Projekte so beschrieben haben und das, was Sie vor Ort machen, mal die Frage Richtung nach Dresden zu Frau Gärtner und zu Frau Hassel von UNICEF stellen. Danke. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Frage und für Ihre Worte. Ich habe ja auch angesprochen, dass wir wollen, dass uns eine Bühne geboten wird und dass damit ja auch einhergeht, dass wir gehört werden. Und was ich finde, was auf jeden Fall schon mein erster Schritt ist, der Beweis, dass unsere Argumente ernst genommen werden, ist, wenn die Argumente und Forderungen, die eben Kinder und Jugendliche anbringen, dann von Erwachsenen auch in einem anderen Kontext wieder aufgenommen und wiederholt werden. Genau, das ist sozusagen wieder aufgegriffen wird, was wir sagen und dass sozusagen einmal diese Möglichkeit besteht, dass wir auch öffentlich zu Wort kommen, eben wie zum Beispiel jetzt irgendwie, dass wir auch bei Debatten im Bundestag reden dürfen oder was ich finde, was das auch immer zeigt, im Fernsehen und weil Sie auch das Kommunale angesprochen haben, was ich finde, was das dann natürlich auch zeigt, wenn Politiker und Politikerinnen auch kommunal nachfragen, was sich Kinder und Jugendliche wünschen. Das kann dann ja auch zum Beispiel in die Richtung gehen, wir brauchen gerade auf den Schulwegen irgendwie an der und der Stelle irgendwie mehr Fahrradwege, die gebaut werden, was ja auch irgendwie den Umweltschutz betrifft und da ja auch Kindern und Jugendlichen Sicherheit bietet, weil man dann ja auch lieber mit dem Fahrrad irgendwie zur Schule fährt, wenn da einfach diese Sicherheit gegeben ist. Genau so würde ich das auf das kommunale Engagement richten. Wenn ich da möchte, Frau Hassel? Ja, sicher, Frau Hassel, gerne. Okay. Genau, nur wenn ich darf, eine ganz kurze Ergänzung. Martha Gärtner hat es, glaube ich, schon sehr gut gesagt. Vielleicht nochmal auf nationaler Perspektive, was das natürlich sehr gut widerspiegelt, die lokalen Strukturen, immer das Zusammenspiel auch zu haben, zuzuhören, Räume zu schaffen, aber dann auch etwas damit zu tun. Ich glaube, das ist dann garantiert natürlich nicht die gewünschte Veränderung. So, das kennen Sie ja auch bestens im politischen Raum. Aber zumindest die Strukturen zu haben, die Mechanismen, die dafür sorgen, dass es eben dann auch in Erwägung gezogen wird, dass man gemeinsam gestaltet, gerade wenn es um politische Veränderungen geht, Strukturen zu schaffen, beispielsweise eine Kommission auch auf Bundesebene, wo wirklich Lösungen, die auch vorgeschlagen werden und Meinungen, die gesagt werden, ernst genommen werden und wirklich mit einbezogen werden können. Deshalb ist, glaube ich, immer das Zusammenspiel Engagement und ausreichend Förderung
des Engagements, wenn es beispielsweise um eine Klimaschutzpolitik auch geht, zu sagen, wir können junge Menschen anhören, wir können es aber auch wirklich gemeinsam kreieren und entwickeln. Und das ist, glaube ich, was, was da immer sehr, sehr wichtig ist, um wirklich Wirkung zu entfalten. Vielen Dank. Ich sehe jetzt im Moment keine weitere Frage. Dann darf ich. Und zwar interessiert mich immer besonders, wie sind Sie zu der Organisation, in der Sie jetzt sind, gekommen? Also was war der Auslöser, der Anlass? Wie bewerben Sie in Anführungszeichen Ihre Organisation? Also wie schaffen Sie es, andere Kinder, Jugendliche auch dafür zu begeistern? Also wie machen Sie das? Und vor allen Dingen an die Pfadfinderinnen dann nochmal die Frage, was hat Sie dazu bewegt, jetzt einer reiner Mädchen- und Frauengruppe sich zuzuordnen? Es gibt ja auch viele PfadfinderInnengruppen, die gemischtgeschlechtlich sind. Das würde mich interessieren, und was Sie da als besonderen Wert einer reinen Mädchen- und Frauengruppe sehen. Und nochmal zu den Pfadfinderinnen. Als ich in meiner AG FSFJ erzählt habe, ich muss immer berichten über die Kinderkommission, und dann gesagt habe, dass ich mich so freue, dass wir diese Anhörung also nur mit jungen Menschen besetzen und unter anderem auch mit den Pfadfinderinnen, dann war also mehr als eine Kollegin dabei, die sofort gesagt hat, war ich auch, ich war ja selber auch mal bei den Pfadfindern. Ja, also das scheint dann doch, also vielleicht auch für eine politische Laufbahn, die Jugendarbeit in frühen Jahren auch bei den Pfadfinderinnen und anderen Organisationen. Falken gehen aber auch. Also. Ja, natürlich, sicher. Ich sage ja gerade alle Jugendorganisationen, aber es ist mir dann dabei doch aufgefallen, dass doch viele von uns auch aus diesem Zusammenhang kommen. Das scheint ja dann doch eine prägende Wirkung zu haben, und das ist dann vielleicht auch der Verdienst der Organisation, die Kinder und Jugendliche ebenso früh einbinden können und dieses Interesse auch dafür wecken können. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, machen wir es reihum. Ich frage dann erstmal Frau Menk. So, ja, aber eigentlich würde ich auch ganz gerne da anknüpfen, was Sie als letztes gesagt haben, denn ich glaube, dass die Tatsache, dass wir eben auch die ganze Kindermitbestimmung mit einbeziehen, dass wir Demokratie leben und die Kinder dann auch merken, so hey, okay, hier bin ich was wert, hier werde ich gehört. Und das war auch ein Grund, warum ich seit ungefähr 11 oder 12 Jahren bei den Pfadfindern bin, dass ich eben genau die Person sein kann, die ich eben bin. Und das finde ich in einer reinen Frauen- und Mädchengruppe noch mal stärker vertreten, dass man halt in diesem Schutzraum, in dem man dann ist, auch über Dinge sprechen kann, die einfach einem sonst vielleicht auch schwerer fallen und sich da einfach noch mal besser aufgefangen fühlen. Also viele bei uns finden in den Ortsverbänden dadurch zu uns, dass es einfach nichts anderes gibt, außer uns und die Messdiener, jetzt mal ganz ehrlich gesagt so. Aber man muss sich ja dann auch irgendwann entscheiden, ob man bleibt. Und viele sagen, hey, ich fühle mich hier wohl, hier darf ich die sein, die ich auch bin. Und das sagen mir auch viele Mädchen und junge Frauen, auch zwischen, weiß ich nicht, 6 und 16 Jahren, das ist ja ungefähr unsere Altersspanne. Und wenn man dann mit denen irgendwie in Irland komplett nass auf dem Hügel sitzt und alle sich trotzdem freuen, dass sie diese Erfahrung machen konnten, finde ich das irgendwie sehr schön. Also auch diese Wertschätzung dahinter. Genau. Ja. Also, ja, genau. Frau Schneider, möchten Sie? Ja, sehr gerne. Danke, Selina. Ich finde, du hast schon wirklich super, super viele wichtige Dinge gerade genannt, und ich möchte das eigentlich nur unterstützen. Wie ich selber zur PSG gekommen ist ähnlich wie das Beispiel gerade von Selina. Es gab bei uns in der Gemeinde einen Zeitungsartikel, dass die PSG vor Ort wieder eine neue Gruppe gründet. Es war in meiner Heimatgemeinde. Meine Eltern haben es gelesen und gedacht, Mensch, das hört sich doch gut an. Es gab noch ein paar Freundinnen, die mitgekommen sind, kurz vor der Kommunion. Und ja, so ging das Ganze dann vonstatten. Und dann ist es eben so, also wie gesagt, ich war ungefähr 8 Jahre alt und Spielspaß und Spannung stand an erster Stelle. Es war einfach immer wieder super, sich jede Woche zu treffen mit den Mädchen und ganz, ganz viel zu spielen, ganz, ganz viel Gemeinschaftserfahrung machen zu können. Und
irgendwann kommt man an den Punkt, wie Selina das gerade nannte, wo man überlegt, ja Mensch, warum bin ich denn eigentlich Pfadfinderin? Warum bin ich bei der PSG? Was hält mich hier? Und möchte ich das eigentlich weiter so bestärken und weiterhin Mitglied bleiben? Und da ist es so, dass man sich Gedanken macht, warum denn eigentlich ein Mädchen- und Frauenverband? Und ich habe es in der PSG immer wieder kennengelernt, wie sehr wir uns eben für die Belange von Mädchen und Frauen einsetzen. Sowohl in der Kirche, auch dort kommt es immer wieder zum Thema, wie können Mädchen und Frauen in der Kirche gestärkt werden, wie auch in der Politik. Und ich fand es immer wieder spannend, mich da einzubringen, meine Ideen voranzutragen. Und somit bin ich jetzt schon seit vielen Jahren auch dabei. In dem Sinne ist auch das unsere Motivation bei den Kindern, bei den neuen Mitgliedern. Also erstmal Spiel, Spaß, Spannung, ganz viel gemeinsam erleben. Und was immer wieder auch genannt wird, auch bei den Eltern, ist, dass es in der PSG oder auch in anderen Jugendverbänden absolut keinen Leistungsdruck gibt. Also das ist etwas, was die Kinder sehr vorantreibt, wirklich selbst motiviert aktiv sein zu können. Und nicht wie in anderen, ich sage jetzt mal, wenn man ein Instrument lernt oder vielleicht in einem Sportverein ist, man hat immer diesen Leistungsdruck im Nacken sitzen. Und wenn man in einem Jugendverband tätig ist, dann steht einfach was ganz anderes im Vordergrund. Und das finde ich weiterhin sehr positiv. Vielen Dank für Ihre Antwort. Und ich würde dann die Frage nochmal an Frau Gärtner weitergeben, die uns auch per Video zugeschaltet ist. Also jetzt die Frage, wie ich zu UNICEF gekommen bin. Also ich hatte vor 3 Jahren ungefähr, war ich auf der Suche nach einem Praktikumsplatz und hatte einfach Lust, irgendwie sowas in so eine entwicklungspolitische Richtung zu machen, weil mich das sehr interessiert hat und weil man ja irgendwie das ganz oft in den Nachrichten liest, einfach diese Probleme und ich weiß nicht, dadurch ja auch irgendwie so ein Ungerechtigkeitsempfinden, finde ich, sehr stark hat, weil man einfach sieht, wie schlecht es Kindern in vielen anderen Teilen der Welt geht. Und genau, dann bin ich einfach durch die Internetsuche auf die UNICEF Junior Teams aufmerksam geworden und finde, das ist halt eine sehr schöne Möglichkeit, dass man wirklich vor Ort und im kleinen Rahmen anfangen kann, sich zu engagieren und auf die Themen aufmerksam zu machen, die einen irgendwie beschäftigen. Und dadurch hat man sich ja dann auch viel mehr angefangen, mit Kinderrechten auseinanderzusetzen und damit auch auseinanderzusetzen, was Kinderrechte denn dann bewirken kann, wenn sie wirklich umgesetzt werden. Und genau, also da war meine Motivation einfach dahinter, dass ich irgendwie selber so einen Beitrag leisten will oder schauen kann, was ich schon hier tun kann, ohne irgendwie dann ein großes Amt bekleiden zu müssen, sondern was ich einfach tun kann, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Vielen Dank, Frau Gärtner. Und dann würde ich hier in den Saal mal gehen und Frau Herberholz als nächste fragen. Ich habe in der Schule immer sehr gerne Debatten geführt und sehr viel mit anderen über politische Gesetze, über Rechtslagen oder so. Da habe ich immer sehr viel dazu mit anderen diskutiert und hatte dann aber nicht die Möglichkeit, wirklich andere inspirierte, genauso engagierte Leute zu finden, die auch gerne Debatten führen. Und dann hat mich meine Lehrerin an das Staatsstipendium verwiesen. Und das habe ich dann auch bekommen. Und von Staatsstipendium, das ist halt ein Stipendium zur politischen Förderung und natürlich auch für die Schule, dass man dafür auch nochmal finanziert wird. Und da habe ich dann nochmal sozusagen so eine Werbung dafür bekommen für die Bund Jugend. Und ich fand es ganz interessant, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, dass ich dann bei dem Perspective Training war. Und da habe ich dann so ein bisschen das Umfeld von der Bundjugend, die Atmosphäre von der Bundjugend kennengelernt. Und ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass jeder mich verstanden hat oder gleiche Erfahrungen gemacht hat wie ich. Weil in der Bundjugend sind viele Personen, die sozusagen auch Leute mit anderen, also dass die sozusagen auch Migrationsgeschichte haben, wie zum Beispiel bei mir.
Und dann gibt es zum Beispiel auch BIPOC-Räume, wo ich einfach mit anderen, die genau das Gleiche erlebt haben wie ich, mit denen ich darüber diskutieren kann, wo ich mich nicht selbst erklären muss. Und ich kann immer selbst entscheiden, in welchen Räumen ich sein möchte, ob ich jetzt in einen offenen Raum sein möchte oder eher in einen BIPOC-Raum sein möchte. Und ich kann immer die Themen und die Sachen ansprechen, die mir gefallen. Heißt also, wenn ich mehr etwas zur Klimagerechtigkeit machen kann, kann ich an Workshops teilnehmen zum Klimagerechtigkeit oder an Projekten. Zum Beispiel das Mastermo-Projekt gibt es, Machen statt Motzen oder so. Oder man hat halt in der Bundjugend so viel Raum, seine Persönlichkeit entfalten zu lassen, ob man eher nur Workshop-Teilnehmerin sein möchte oder selber Workshops leiten möchte oder selbst in den Vorstand gehen möchte oder in eine Arbeitsgemeinschaft. Jeder hat sozusagen, also jeder findet seinen Platz, und das finde ich das Tolle an der Bundjugend und dass es so ein sensibler Raum ist, wo alle Kulturen erfasst werden. Dann würde ich sagen, wie ich andere inspiriere. Ich glaube, ich rede in meiner Schule sehr viel davon, dass ich mit meinen Mitschülern sehr oft davon rede, was mich bewegt und wie ich in der Bundjugend, wie ich meine Arbeit leiste, sozusagen, wie ich mein Engagement mache. Und da bekomme ich auch sehr viel Zustimmung von anderen Mitschülern, weil auch oft in der Schule über Klimaschutz, Umweltschutz geredet wird. Und ich glaube, die Bundjugend entspricht genau den Vorstellungen der Jugend, weil wir genau die aktuellen Themen besprechen, aber auch Platz frei haben für Themen, die jetzt sozusagen nicht überall in allen Vereinen sozusagen besprochen werden. Und damit kann ich, glaube ich, ganz viele ansprechen. Und dann ist natürlich der politische Faktor dabei, wo man dann auch die Chance hat, in der Politik sozusagen etwas zu verändern oder ein Projekt aufzubauen, wo man Aufmerksamkeit darauf bringt. Und ich glaube, da entwickelt man dann schon eine Leidenschaft dafür. Vielen Dank, Herr Albesch. Ja, wie ich bereits gesagt habe in meinem Statement, ich bin durch die Multischulung auf die Bundjugend aufmerksam geworden und habe erst die Schulung mitgemacht und danach und dadurch, also alleine so der Raum, der da geschaffen wurde, dass junge Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte zusammen politische Bildungsarbeit machen und für so wichtige Themen, aktuelle Themen so eine Stimme bekommen und selbst so die Möglichkeit in der Schule oder durch freien Workshops diese Themen anzusprechen, darüber zu diskutieren, fand ich toll und hat mir persönlich auch dann viel ja, so geholfen sozusagen, um dann weiter so die politische Bildungsarbeit so selbst eigenständig auch zu machen und mit der Bundjugend. Dann habe ich irgendwann überlegt, ich könnte auch so ein bisschen einige organisatorische Sachen auch übernehmen, habe mich dann für den Vorstand zur Wahl gestellt, erst in NRW, jetzt im Bundesvorstand. Und jetzt zu der Frage, wie können wir Menschen, wie schaffen wir Menschen, neue Menschen so bei uns aufzunehmen oder so sie begeistern. Also wir achten schon sehr darauf, dass wir gerade das Thema Umweltschutz und Klimaschutz ist schon eher so ein Thema für Menschen, die aus Akademikerfamilien kommen oder die, deren Eltern, so bei Jugendlichen jetzt, deren Eltern ein hohes Einkommen haben. Und das ist für uns nicht genug. Wir müssen wir als offene Gesellschaft schon viele Menschen mitnehmen, versuchen dann gezielt so bestimmte Angebote, die so niederschwellig sind, die durch Bildungsarbeit, aber auch so durch, bald werden auch so Veranstaltungen gemacht zum Umweltschutz durch kulturelle Angebote, also durch Tanzen, Theater und so weiter, dass der Raum inklusiver wird und offener, weil uns wichtig ist, wie auch Anna gesagt hat, dass auch zum Beispiel BIPOC, also Menschen, die Rassismuserfahrung machen, auch mitmachen können, und aber auch Menschen, die nicht aus Akademikerfamilien kommen. Und dann achten wir auch darauf, dass zum Beispiel bei unseren Veranstaltungen
fast immer so Kinderbetreuung gibt, damit auch junge Mütter, die auch teilnehmen wollen, die Möglichkeit haben. Also es ist schon, wir versuchen das schon kinderfreundlich zu machen und einen offenen Raum zu schaffen. Vielen Dank. Ich habe jetzt eine Frage von Frau Rüttrich. Ja, vielen Dank nochmal. Sie haben ja jetzt viel alle von jeweils den innerverbandlichen ja, Demokratie- und Austauschprozessen, der Bestärkung, die Sie in Ihren Vereinen, Verbänden erfahren und auch organisieren, gesprochen und leiten daraus auch starke Forderungen ab. Das finde ich natürlich großartig. Ich hätte jetzt noch die Frage, wie Sie auch selbst in Ihrem Engagement damit umgehen, dass sozusagen auch starke Forderungen ja auch auf starke Gegenwehr oder auch auf Widerspruch treffen können. Es sind ja jetzt nicht alle Jugendlichen und alle Mädchen bei der katholischen Pfadfinderschaft oder bei der Bundjugend oder in anderen, sondern sozusagen da gibt es ja wahrscheinlich Menschen, die sie A, überzeugen können, weil die sich vorher noch nicht damit beschäftigt haben, aber ja durchaus auch Menschen, die komplett anderer Meinung sind. Vielleicht können Sie dann noch mal einen Eindruck davon geben, wie Sie da Ihr Engagement erleben und wie Sie damit umgehen, weil das ja auch sozusagen zur Stärke von Forderungen beiträgt. Sie müssen ja nicht nur sozusagen Ihre Sprache den Erwachsenen und den Politikerinnen und Politikern gegenüber sozusagen entfalten und die überzeugen. Das ist natürlich, klar, haben wir verstanden, das ist der Wunsch, sondern im Zweifel ja auch sozusagen untereinander die Auseinandersetzung führen. Da würde mich nochmal so Ihr Eindruck, Ihre Einschätzung, Ihr Erleben interessieren. Wir beginnen vielleicht bei Frau Menk. Genau, darf ich dazu eine kurze Rückfrage stellen vielleicht? Weil ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob Sie meinen, wenn der Widerstand in Anführungszeichen aus dem eigenen Verband kommt oder ob es, wenn es von anderen Verbänden oder anderen Jugendlichen kommt. Also ich glaube, innerverbandliche Auseinandersetzungen gibt es immer. Die sind mir klar, aber Sie haben ja jetzt für Ihren Verband sozusagen Forderungen gestellt. Und die sozusagen mit dem Widerstand, der Ihnen im Zweifel eben auch entgegenkommt aus Ihrer eigenen Generation, die das komplett anders sehen. So, ob Sie das überhaupt erleben oder wie das sozusagen ja, bei Ihnen ist. Ja, also als katholischer Frauen- und Mädchenverband erlebt man durchaus Widerstand. Wer hätte das gedacht? Und man muss sich auch immer wieder erklären und sagen, warum das denn überhaupt rechtsmäßig ist und zulässig ist und warum dürft ihr das denn überhaupt und so. Und ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass man dann einfach in ein offenes Gespräch geht und auch auf der persönlichen Ebene mal fragt, warum diese Person denn ein Problem mit uns hat. Ne? Also, weil eigentlich soll es das ja nicht geben. Und dann, ja, wie reagiert man dann? Ich suche immer das offene Gespräch, versuche freundlich und gut darauf einzugehen. Aber manchmal wird es dann auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Wir hatten letztens auf der Bundesebene auch uns noch mal darüber unterhalten und durchaus kennen das sehr, sehr, sehr viele auch von den anderen Diözesen, dass man dann immer auf Widerstand trifft. Aber ich würde sagen, dass auch im Bistum wir in so gut wie jedem Jugendgremium, das auch mit dem BDKJ vertreten wird, vorkommen. Und wir sind ein relativ kleiner Verband, sind aber trotzdem überall da und haben eine Stimme und eine Meinung. Und das finde ich dann auch sehr wichtig. Also ja, genau. Ich weiß nicht, Frau Schneider, möchtest du noch was dazu sagen? Danke für deine Tipp. Auf dem kann ich wieder so zustimmen. Man trifft immer wieder auf Widerstand, auch zum Thema ökofaire Nachhaltigkeit. Selbstverständlich treffen wir auf Widerstand. Wie wir vorhin berichtet haben, wir haben diese 16 Kriterien aufgestellt, wo wir unter anderem festlegen, dass es auf unseren Veranstaltungen auf Diözesanebene vegetarisches oder veganes Essen geben soll. Dieses Thema ist ja oft ein sehr emotionales Thema. Ja, wir haben das aber mit den Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserem Verein oder Verband so erarbeitet und wollten es sozusagen einfach mal ausprobieren, mal anfangen damit, denn wer irgendwie was Neues nicht wagt, der gewinnt ja auch nicht. Und
stellen eigentlich das immer wieder fest, wenn man das einfach offen mit den Menschen kommuniziert und da ganz mutig vorantritt und sagt, wir haben da unsere guten Erfahrungen mitgemacht, dann wird der Widerstand langsam auch weniger. Also ganz viel Transparenz ist immer wieder wichtig, stellen wir fest. Ganz viel erklären und, wie Celina gerade sagte, in offene Gespräche gehen. Und so viel dazu. Vielen Dank. Dann würde ich die Frage jetzt an Frau Gärtner geben. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich persönlich jetzt nicht so viel Widerstand erlebe, weil ich es eher so wahrnehme, dass man dann schnell auch in so einer engagierten Blase irgendwie aus Gleichgesinnten irgendwie sich dann aufhält, wo einfach man dann in so einem Kreis ist, wo viele Leute einfach die gleiche Meinung und die gleichen Werte und Einstellungen teilen und man sich dadurch eher so im Positiven immer wieder irgendwie antreibt. Was ich eher erlebe als direkten Widerstand, ist das, was ich ja auch in meinem Statement schon angesprochen habe, dass dieses Engagement halt so belächelt wird und so abgetan wird als, ach ja, das ist ja ganz nett, was ihr so macht, macht mal weiter. Aber genau das, ich finde, dass man da eher irgendwie diese Überzeugungsarbeit dann leisten muss, dass man wirklich betont, dass das nicht nur ganz nett, sondern auch wirklich wichtig ist, was wir tun. Und dass die Umsetzung von Kinderrechten zum Beispiel halt wirklich dann einen Mehrwert in der Praxis für Kinder und Jugendliche hat. Dass man da eher auch ganz gut einfach diese Sinnhaftigkeit und Bedeutung von unserem Engagement erklären und betonen kann. Danke sehr. Frau Herbeholz. Also ich glaube, es ist halt oft, wenn ich auf Widerstand treffe, weil in meiner Schule oder in meinem anderen Umfeld habe ich nicht sehr viele Leute, die sich engagieren. Und da ist es halt sehr oft so, dass das eher von den Personen kommt, die dann in den Punkten sehr privilegiert sind und noch nie eine andere Perspektive wahrgenommen haben. Und dann versuche ich das natürlich einfühlmäßig, meine Perspektive darzustellen, mein Problem darzustellen und warum das dann halt meine Forderungen sind. Natürlich kommt es dann natürlich wieder auf die Reaktion an. Aber wenn ich dann merke, dass da keine Veränderung stattfindet oder so, dann weiß ich einfach, dass ich gegen eine Wand ankämpfe. Und dann muss ich es natürlich auch sein lassen, weil ich dadurch mich nur selbst verletzen würde. Deswegen aber jetzt bei größeren Vereinen, also es kommt immer darauf an, wie man mit den Personen umgeht. Wenn man miteinander mit Respekt umgeht und versucht wirklich die Meinung darzustellen oder so, dann kommt man auch oft auf Kompromisse, finde ich. Aber wenn man wirklich eine Person oder ein Verein von ihrem Standpunkt sehr überzeugt sind und sich da auch nicht eine andere Perspektive anhören, dann ist es natürlich nutzlos. Herr Eibisch. Ja, ich würde nur kurz was ergänzen. Also ich glaube, Anna hat so das meiste gesagt, aber wir haben schon die Situation, also wir finden schon Streit an sich und die Konflikte. Wir scheuen uns nicht davon, wir finden das gut und wichtig in einer offenen Gesellschaft, in einer Demokratie, aber was bei uns eine Grenze ist, und ich glaube, das sollte, es ist auch theoretisch auch für die Gesellschaft so, dass wenn zum Beispiel menschenverachtende Aussagen und Ideologien als eine Meinung verkauft werden wollen oder versucht werden, dann ist es bei uns die Grenze erreicht. Leider sehen wir, dass es immer wieder manchmal in den Bundestagsdebatten, Generaldebatten solche Aussagen, menschenverachtende Aussagen, rassistische, sexistische Aussagen getroffen werden. Und das ist für uns so ein Punkt, wo wir nicht diskutieren können und nicht diskutieren wollen, sondern im Rahmen der offenen Gesellschaft, der Meinungsverschiedenheit, Meinungsfreiheit sind wir immer bereit, auch Kompromisse zu finden. Das gehört dazu. Ja. Vielen Dank, Herr Eibisch. Ich habe Frau Menk, Sie noch mal.
Genau, ich wollte eigentlich nur Frau Gärtner einen großen Zuspruch widmen, da ich irgendwie das auch sehr oft mitbekomme, auch wie Frau Heppholz gerade schon gesagt hat, wenn andere Menschen nicht in Verbänden aktiv sind, dass man dann sehr belächelt wird und gefragt wird, warum tust du das überhaupt und was meinst du denn, was das bringt? Und ich finde das ziemlich paradox, weil wir ja die Kinder von morgen oder die Erwachsenen von morgen emanzipieren und wir dafür sorgen, dass die außerschulische Bildung erlangen. Also das spricht ja für alle drei Verbände, die hier gerade anwesend sind. Und dann finde ich das immer ziemlich komisch, dass man belächelt wird, weil man mündige, selbstdenkende Menschen von morgen eigentlich nur bilden möchte. So. Und in der Schule hinterfragt ja auch niemand, ob das sinnvoll ist, was man da tut. Also, und dann versucht man es sogar noch pädagogisch wertvoll zu machen. Ja, genau. Das wollte ich nur ergänzen, dass ich das auch sehr gut kenne mit dem Belächeln. Vielen herzlichen Dank. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen und ich würde fast schon zu einer Abschlussrunde kommen wollen. Und ich würde Ihnen aber vorab gerne die Möglichkeit geben, jetzt haben wir Sie viel gefragt und ich würde Ihnen gerne die Gelegenheit geben, die hier drei anwesenden Politikerinnen und Politiker eine Frage zu stellen, die Sie an uns hätten und die wir Ihnen hier sofort und vor Ort beantworten können. Wir beginnen mit Frau Herberholz. Wie würden Sie denn Klimaschutz definieren und was sind das, also was wären das für Ihre, also was wären das für Werte von Klimaschutz und was würden Sie auch unter Klimagerechtigkeit definieren? Was ist da Ihre Perspektive? Wer möchte beginnen? Susanne? Naja, also sozusagen für mich ist Klimaschutz natürlich zum einen so, wie Sie es auf der einen Seite ein bisschen beschrieben haben, das, was man selber schon mal anfangen kann. Damit ändert sich aber strukturell ja noch nichts. Also ne, ich selber kann versuchen, meinen Fußabdruck kleiner zu halten. Das wird mir mal gelingen und mal weniger gut gelingen. Die eigentlichen Probleme liegen trotzdem woanders. Und das ist für mich eine Frage, wie man es halt auch organisiert, einfach nur irgendwie sozusagen sich auf Klimaziele zu einigen, ohne dann auch zu sagen, wie machen wir das jetzt konkret, ist halt schwierig. Und ich komme auch aus einer Region beispielsweise, wo die einzigen ordentlich, also ja, wenige ordentlich tarifgebundene Arbeitsverträge sind die in den Braunkohlerevieren sind. Na, ist natürlich klar, dass da sozusagen, dass man sozusagen mit den Menschen diskutieren muss, wie sieht denn das sozial und ökologisch aus? Und sozusagen so eine Aussage von, na, wir machen einfach zu, ist da irgendwie zu wenig. So, von daher ist es eine Frage des Organisierens und des Weges beschreiben, der möglichst nicht allzu weit ist. Und deswegen ist sozusagen, also zumindest bei uns so die Diskussion um, wie kann man jetzt Wasserstofftechnologie anders einsetzen? Wie kann man jetzt wirklich verbindliche Ziele definieren, die dann auch jedes Jahr per Gesetz eingehalten werden müssen, um den Weg zu beschreiben? Und auch das wird schwer genug und kostet eine Menge Geld. So, das muss man ja auch immer dazu wissen. Und daher kommen vielleicht auch so ein paar Widerstände, die man dann politisch eben auch zu überwinden hat. Vielen Dank, Susanne. Norbert, möchtest du dich dazu äußern? Was du dir unter Klimaschutz... Das ist so ein bisschen so eine anreizlose Runde, muss ich mal sagen, weil die zu viel Einigkeit ist. Hier sitzt jetzt einmal Rot-Rot-Grün, die alle aus Jugendverbänden kommen. Ich bin selber über 20 Jahre in einem linken Jugendverband gewesen. Und ich denke die ganze Zeit, ja, das ist eigentlich auch so. Uns fehlt so ein bisschen die Kontroverse. Okay, gut. Dafür habe ich Verständnis, aber das liegt natürlich auch daran, also welche Abgeordneten jetzt heute da sind. Ich bin genauso nah an Braunkohleregion dran wie Susanne. Ja. Die Debatten führen wir auch in der Linken exakt genauso. Ja.
Dann antworte ich mal auf die Frage von Frau Herberholz. Für mich ist Klimaschutz nichts, was man ins Private verschieben kann und was man jeder oder jedem individuell allein überlassen sollte, sondern es braucht tatsächlich dazu Regelungen und dass man daran einfach nicht vorbeikommt. Und vorhin hat jemand was Schönes gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es war Frau Gärtner, und hat gesagt, naja, Umwelt- und Klimaschutz, das ist ja keine Freizeit, es ist keine Freizeitbeschäftigung, ja, das ist kein Hobby, sondern das ist ernsthaft Zukunftsgestaltung. Und ich finde, dass diese Zukunftsgestaltung natürlich politisch gestaltet werden muss. Aber, was Sie auch alle gesagt haben, wir müssen natürlich alle mitnehmen. Und natürlich muss es sozialverträglich gestaltet sein. Also das, was dann verlangt wird oder das, was umgesetzt werden soll, also das sehen wir schon. Aber ohne politische und gesetzliche Regelungen sehe ich nicht, dass es eine Freiwilligkeit gibt, die sich auf alle Bereiche erstreckt. Ja, auch mit den Problematiken, die ganz zu Recht Frau Rüttrich und Herr Müller angesprochen haben. Da muss man halt schauen, dass man da Ersatz findet, beziehungsweise den Menschen etwas anderes anbieten kann und nicht einfach sagt, das machen wir dicht und fertig. Ja. Okay. Eibisch mit Ihrer Frage. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, inwiefern beschäftigt sich die Kinderkommission mit Fragen der Zukunft der Demokratie, vor allem jetzt für die Perspektive der also junger Menschen und Kindern, insbesondere wenn wir jetzt die Schließungstendenzen in der Gesellschaft sehen und die Gefahr, die durch den Rechtsextremismus kommt und dann die Debatten, die dann auch so das Ziel haben, zu Eingriffen in die Menschenrechte zu führen. Also wie gehen Sie damit um und machen Sie sich Gedanken, was das bedeutet für die Zukunft? Da antworte ich also erstmal ich ganz kurz drauf. Also damit beschäftigen wir uns natürlich nicht nur in der Kinderkommission, sondern ich glaube, ich kann für die hier anwesenden Abgeordneten sagen, dass wir uns auch in unseren Fraktionen extrem damit beschäftigen und das natürlich für uns eine ganz wichtige Frage ist. Wir als Kinderkommission haben ja nicht die Möglichkeit, in Gesetzgebungsprozesse einzugreifen. Also wir können Stellungnahmen abgeben, wir können Anhörungen durchführen, wir können uns informieren, aber das bleibt ja nicht hier in dem Raum, sondern wir als Abgeordnete nehmen natürlich diese Informationen, die wir hier bekommen, auch mit in unsere Fraktion. Also zumindest in unsere Fraktion, ja, und thematisieren auch dort. Und deshalb kann ich also für meine Fraktion sagen, dass natürlich Demokratie, wie entwickelt sich das? Und wir schützen wir vor allen Dingen unsere Demokratie, weil wir sehen, dass sie nicht einfach geschenkt ist und dass sie nicht einfach immer da ist, sondern dass wir sie wirklich schützen und verteidigen müssen. Das haben wir auch heute Morgen im Plenum wieder gesehen und gehört. Also ich bin auch Sprecherin meiner Fraktion der Arbeitsgruppe Strategien gegen Rechtsextremismus und mache die Demokratieförderung und die Demokratieförderprogramme. Wir kämpfen jetzt gerade noch um ein Demokratiefördergesetz, was wir, glaube ich, seit 20 Jahren auf der Agenda haben und irgendwie immer sozusagen immer von Programm zu Programm kommen und dass die Daueraufgabe immer noch nicht dauerhaft auch unterlegt ist. Und da sind ja ganz viele, also gerade bei dem Förderprogramm Demokratie leben, auch Zusammenhalt durch Teilhabe, sind ja ganz viele, auch Kinder- und Jugendverbände, aber auch sonstig Engagierte da drin, deren Arbeit wir dann natürlich von der Kommune und der Einrichtung übers Land über bis zum Bund in Modellprojekten unterstützen. Das ist dann eigentlich eine gute Verbindung zwischen sozusagen dem, was man für die Kinder und Jugendlichen und das Engagement und sozusagen dann für den ja, Zusammenhalt und die offene Gesellschaft bei uns machen kann. Ich komme ja aus Brandenburg, da hat man eine besondere Beziehung zum Nachbarland Polen und da sieht man eigentlich ganz deutlich, wie ein Land, was sozusagen sich die Demokratie erkämpft hat, sie freiwillig wegschmeißt, jedenfalls in Teilen und was das für gesellschaftliche Widerstände auslöst. Also das, wir haben auch, ich habe lange sozusagen auch Kontakte gehabt zu polnischen Partnerjugendverbänden, wobei sozusagen sowas wie eine Linke wie in Deutschland gibt es da gar nicht mehr, ja, oder nur maximal in größeren Städten und total marginalisiert. Das mag man sich nicht ausrechnen. Und jetzt sehen wir auf einmal sozusagen innerhalb kürzester Zeit, wie auch in unseren Regionen das dreht. Im Süden des Landes haben wir Dörfer, da ist die AfD bei 40, 50, 60%. So. Die sind real hegemonial. Da waren die Nazis auf der Straße das ohnehin schon und jetzt ist die AfD das bei Wahlen. Ja? Das macht was aus mit diesen Regionen. Und insofern finde ich das völlig richtig, was Susanne Rüttrich sagt. Zivilgesellschaft braucht da Rückendeckung, die braucht da Schützenhilfe.
Das hat man lange mit Modellprojekten im Bund gemacht. Die werden immer ganz schön stiefmütterlich behandelt. Wir haben noch nie so viel Geld im Bund gehabt für Demokratieförderung, wie wir sie jetzt haben. Und es ist noch nie so schlecht umgesetzt worden. So würde ich sagen, passt das ungefähr zusammen. Da geht viel, viel mehr. Und das ist nicht nur eine Frage von sozusagen hier politische Auseinandersetzung, sondern eine Frage der gesellschaftlichen Notwendigkeit. Das mag aus Berlin-Mitte alles weit weg vorkommen. Das sieht bei mir auf dem Dorf in der Nähe von Potsdam mit konstant 25% AfD-Anteil seit 2013 schon ganz anders aus, wenn dann morgens die Radmuttern am Auto gelockert worden sind. Also das sind einfach andere Verhältnisse und das erleben viele Menschen tagtäglich. Insofern glaube ich, da spielen die Jugendverbände eine wichtige Rolle. Geht es darum, Demokratie frühzeitig zu erlernen. Was wir im letzten Jahr jetzt gesehen haben, ist das ganze Gegenteil. Also ich will auch, da komme ich zum Schluss. Es ist sehr, sehr schade, dass niemand von der anderen Seite des Parlaments da ist. Was junge Menschen im letzten Jahr erlebt haben, ist, dass ihre Meinung im Grunde nicht zählt, dass ihre Bedürfnisse keine Rolle spielen und dass sie hinten anzustehen haben. Das ist richtig Gift für Demokratie gewesen. Das ist bis heute richtig Gift für Demokratie gewesen. Und das wird sich rächen, bitter rächen. Und da finde ich, bin ich alles andere als optimistisch. Ich glaube, das, was wir als Demokratie heute haben, das ist nicht Gott gegeben und das wird man verteidigen müssen. Vielen Dank, Norbert. Ja, das spiegelt ja das wieder, was ich auch gesagt habe. Aber ich möchte nicht ganz so negativ aufhören und wir haben jetzt 16.30 Uhr. Also ich teile deine Befürchtungen, Norbert, aber ich glaube, hier haben wir doch die besten Beispiele dafür sitzen, ja, für junge Menschen, die tatsächlich also das tun, was sie für die Zukunft für richtig halten und was sie für die Zukunft auch an andere, vor allen Dingen an andere junge Menschen und Kinder weitergeben. Und deshalb zum Abschluss der Runde bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Nicht nur, dass Sie hier gewesen sind und hier Ihre Statements gegeben und uns für Fragen zur Verfügung gestellt haben, also, sondern auch für das Engagement und für das, was Sie in Ihren Verbänden tun und was Sie für andere Kinder und Jugendliche leisten. Weil ich glaube, es ist nicht nur für den Umweltschutz, sondern eben auch für die Demokratie ein ganz wichtiges Verfahren. Und ich bedanke mich, glaube ich, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, die hier anwesend sind, ganz herzlich bei Ihnen und müsste dann jetzt die Anhörung damit beschließen. Herzlichen Dank.